Hey, würdest du 149 Euro für eine Skitageskarte ausgeben? Ich glaube, die meisten von euch nicht. Ich habe es mir angetan und war für einen Tag im viertteuersten Skigebiet der Welt. Ich habe es in 5 unterschiedlichen Kategorien bewertet. Die Größe, die Seilbahnen, der Preis, das Essen und die Pisten waren die 5 Bewertungsfaktoren. Meine ehrliche und offene Meinung gibt es jetzt auf YouTube. Und somit guten Morgen aus Zermatt. Heute werden wir nach Italien fahren und ich bin jetzt gerade auf dem kleinen Matterhorn. Hinter mir könnt ihr das Matterhorn sehen und meine Schwester und meine Mutter sind heute auch am Start. Und ich glaube, heute gibt es mal ein wenig ein anderes Video. Und jetzt geht es ab nach Italien. Wie kommt man eigentlich nach Italien? Bevor man überhaupt die Schweiz verlassen kann, muss man zuerst auf die höchste Bergstation von Europa. Das auf über 3800 Meter gelegene Kleinmatterhorn ist einfach nur herrlich. Die Aussicht auf das Matterhorn und auf die Gletschern ist wirklich einzigartig. Danach geht es über den Theodulf-Gletscher zum Plateau Rosa. Und somit haben wir Italien erreicht. Jetzt werden wir gleich mal die erste Piste herunterfahren. Here we go. Und so, meine Schwester ist heute auch am Start. So, die Piste ist frisch geöffnet. Und wir haben das Privileg, als Erste hier runter zu fahren. Einfach nur herrlich! Leute, wir sind beim ersten Punkt angekommen und das wären die Pisten. Ich finde, die Pisten hätten durchaus noch Potenzial nach oben. Ich finde, an den meisten Orten sind die Pisten breit und man hat eine große Fläche, wo man sich bewegen kann. Je nach Piste gibt es aber gewaltige Unterschiede. Auf manchen war es eisig, manche waren sehr weich und auf anderen hatte es kleine Steine. Dadurch ist das Vertrauen zwischen mir und der Piste nicht so hoch wie zum Beispiel in anderen Skigebieten. Für mich gibt es eine 3 von 5, aber mir ist schon bewusst, wie viel Aufwand für eine Skipiste verwendet wird. So, jetzt gehen wir mal noch das Skicross-Rennen hinunter. Leute, man merkt, dass man in Italien ist. Schaut euch einfach mal alleine die Häuser an. Es sieht einfach ziemlich italienisch aus. Leute, die Aussicht ist einfach herrlich. Dort drüben sind die französischen Alpen, hier die italienischen und da drüben die Schweizer Alpen. Geisteskrank. Und was sagst du so? Wie findest du es so? Also Zermatt ist schön, aber es ist auch okay. An dieser Stelle muss ich gleich mal dazu sagen, wir waren vielleicht eine Stunde in Italien und leider war der Ersteindruck nicht so wie erhofft. Wenn ich aber jetzt meine Schwester nochmals fragen würde, bin ich mir ziemlich sicher, sie würde mir eine bessere Antwort geben. So Leute, jetzt gibt es etwas zu essen. Wir haben es kurz vor 12 oder so. Der Hunger hat irgendwie zugenommen. Das Essen ist ein riesiger Punkt mit unmöglich vielen Meinungen. Kurz gesagt, ich hatte die beste Pasta seit langem. Für 13 Euro bekommt man eine riesige Portion Pasta, die wirklich eine 10 von 10 war. In der Schweiz hätte so eine Portion mindestens 20 Euro gekostet. Im Chalet Étoile, so hieß übrigens das Restaurant, wo wir waren, gibt es nicht nur normale Speisen, man hat eine unheimlich riesige Auswahl von Snacks bis hin zu 4-Gänge-Menü. Das Restaurant ist unmittelbar neben der Piste romantisch eingerichtet, wie ich finde. Ich kann euch das Chalet Étoile nur wärmstens empfehlen, das hat ganz klar eine 5 von 5 verdient. So Leute, wir haben jetzt gegessen, in diesem Lokal hier.
Das Skigebiet Preußer-Vinia hat rund 160 Pistenkilometer, 52 Liftanlagen und über 3 Snowparks. In einem Tag kann man eigentlich das Skigebiet gut erkundigen und man sieht das Schönste und das Wichtigste. Zusammen mit Zermatt hat man über 360 Pistenkilometer, was einfach riesig ist. Auch hier gebe ich die maximale Punktzahl 5 von 5. Leute, wir fahren gerade langsam ins Tal von Italien. Und ich muss sagen, es sieht einfach immer wieder geil aus. Solche Ferienorte, wo die Hotels und so sind. Mega, mega nice. Jetzt geht's wieder hoch. Man muss ja schließlich auch wieder auf den Berg gebracht werden. Und dazu sind die Seilbahnen verantwortlich. Die meisten Anlagen sind nicht mehr die jüngsten. Und wenn man einfach nur den ganzen Tag in Zermatt fährt, ist man schon ein wenig verwöhnt. Ich weiß, meckern auf hohem Niveau, aber auch andere YouTuber haben diese Wahrnehmung gemacht. Ich gebe hier eine 2 von 5. Ja, ich finde, es ist jetzt sehr schön geworden. Ja, auch am Horizont hat es so gelbe Dinger. Ja, also morgen war es deutlich weniger schön, aber jetzt ist es top und vor allem das Essen war so gut. Leute, bevor wir jetzt wieder zurück in die Schweiz fahren, gehen wir jetzt hier noch kurz in eine Bar und haben Bock auf einen Kaffee. Let's go. Jetzt kommen wir wohl zu dem spannendsten Punkt und das ist der Preis. Für eine Tageskarte für Zermatt und Savinia zahlt man, Achtung, haltet euch fest, 143 Schweizer Franken. Umgerechnet in Euro sind es 149 und in Dollar sind es 162. Ja Leute, es ist verdammt teuer. Für einen Skipass nur in Zermatt zahlt man 105 Euro, eine Skitageskarte hingegen in Savinia kostet 59 Euro. Ich kenne kein anderes Skigebiet, das so teuer ist. Zermatt ist übrigens das viertteuerste Skigebiet der Welt. Für mich gibt es hier auf jeden Fall 0 von 5 Punkten. Und somit Leute, goodbye Italy. Und wir sind jetzt dann gleich wieder zurück in der Schweiz. Aber die Stimmung ist einfach am Abend immer die geilste. Bäm. Und Leute, so schnell geht's auch wieder. Jetzt sind wir zurück in der Schweiz. Das Matterhorn hat sich auch schon ein wenig verändert. Und jetzt machen wir noch eine gemütliche Talabfahrt. Leute, lohnt sich das wirklich? Und würde es auch nochmals in der Zukunft machen? Ich sage jein. Für die Experience lohnt sich auf jeden Fall. Für mich ist das Essen der Punkt, wo ich zweimal überlege. Die anderen Sachen haben mich nicht wirklich überzeugt. Bei mir fehlt einfach diese schöne Aussicht aufs Matterhorn, was man auf der Schweizer Seite hat. Wenn ich eine Woche in Zermatt wäre, würde ich auf jeden Fall einen Tag nach Italien fahren. Es ist einfach mal etwas anderes und diese Abwechslung mag ich sehr. Im Großen und Ganzen ein Top-Skigebiet, aber einfach zu teuer. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr dazu haltet und ich freue mich auf spannende Diskussionen in den Kommentaren. Von meiner Seite war es das. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich konnte euch eine ehrliche und offene Meinung dazu geben. Haut rein!